Fässerchen. Nee, jetzt mal wirst du. Klappt das jetzt hier mal? Das ist nicht. So. Also, puh, endlich sind wir wieder da. Es ist so viel geschehen, dass es schwer ist, einen kleinen Gedanken zu fassen. Was hast du für eine unglaubliche Gabe, die dich über die Windgöttin. Aber verzeih mir, es ist nicht der Zeitpunkt für tiefgründige Überlegungen. Wir haben Garuda besiegt und das ist die Hauptsache. Ja, wir haben das aber nicht gemacht. Wir haben dazu beigetragen. Naja. Nun werden sich auch die anderen wilden Stämme hüten, ihre prima Ehe zu beschwören, wenn sogar die unzählbare Garuda sich unterwerfen musste. Das prima Ehe-Problem können wir vorerst zurückstellen, denke ich. Wirklich gute Arbeit. Was gibt's denn hier Schönes? Ja, wir sind Stufe 46. Ja. Okay. Lass uns in den Sonnenwind zurückkehren. Auch wenn wir unseren gefallenen Kameraden nicht mehr helfen können, sollten wir doch einen Moment innehalten und ihres Opfers gedenken, und zwar dort, wo es geschehen ist. Dass sie gerade an diesem Ort der Hoffnung, an dem wir uns alle sicher fühlten, ihr Leben lassen mussten. Ja, das lief, auch das lief nicht so super toll. Also warte, wo müssen wir hin? Sonnenwind. Okay, das ist das Ding. Dafür haben wir noch einen Briefumschlag. Wenn es ihn nicht wieder tot lädt. Ui. Ui. Haben will. Ich es haben will. Ich glaube, es gibt kein Tierchen, was ich nicht haben will. Viel Spaß. Ja. 2 Monaten am Farm. Ja, ich glaube, ich würde noch länger brauchen. Ich brauche ja allein schon eine Ewigkeit, um von Level 1 auf Level 50 zu kommen. Selbst da brauche ich ja schon eine Ewigkeit für. Und ich glaube, wenn ich dich und Winona nicht hätte, dann wäre ich immer noch ganz am Anfang. Hilflos und allein, so im Kreis laufen. Oder wie Goldfische, die ganze Zeit so gegen die Scheibe. Damit kann man mich ungefähr vergleichen in diesem Spiel. Baby Yoda! Baby Yoda! Baby Yoda! Baby Yoda! Perioda! Periperioda! Perioda! Periperioda! Nelia! Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ich habe den Namen auch richtig ausgesprochen. Ich bin sehr, sehr schlecht im Namen. Ich bin in so vielem schlecht. So, du bist so nachdenklich. Ja, das alles zu sehen ist bedrückend. Aber wir müssen tapfer sein. Nur Mut. Gehen wir hinein. Ich muss unbedingt danach mal meine Ausrüstung aufpolieren. okay. Neilia. Entschuldigung, ich habe das eine I nicht gesehen. Bitte verzeih mir. So, warte. Halt, wer ist da? Tachchen. Begrüßt man etwa so seine Freunde? Alfino!
Das gibt es doch nicht. Doch, bei Roller. Und Sid ist ja auch da. Schön, dich wiederzusehen, Ida. Stimmt, haben sie nicht auch Papa Limo mitgenommen? War da noch nicht was? Ich bin heilfroh, dass ihr noch lebt. Der Sonnenwind hat sicher schon bessere Zeiten erlebt, was? Ich war bei dem Überfall nicht hier, sondern in Gridania, um mit der Bruderschaft der Morgenviper über das Vorgehen gegen Titan zu sprechen. Als ich zurückkam, fand ich hier einen Ort des Schreckens vor. Ida. Die Kirche hat sich um die Bestattung der Toten gekümmert, aber all das Blut und... Wenn Istola nicht bei mir gewesen wäre, ich... Istola ist auch hier? Ja, sie sucht nach Spuren, um die Geschehnisse zu rekonstruieren. Papa Limo und Minfilia waren nicht unter den Toten. Istola glaubt, dass unsere Freunde verschleppt wurden. Jupp. Minfilia können sie ruhig behalten. Die brauche ich nicht. Zweifellos von diesen galäischen Hunden. Aber warum? Worauf hatten sie es abgesehen? Vermutlich, weil es Gaius von der bösen besonderen Kraft, über die manche unserer Mitglieder verfügen. Die Kraft des Transzendierens. Gut. Ich gebe mir mein Geld nicht. Oh je. Ich will es mir aber auch noch vorbestellen. Geht aber leider erst nächsten oder übernächsten Monat. Ich hasse es. Unser Kampf gegen Garuda hat Gaius wahrscheinlich gezeigt, dass die Gabe einen gewissen Schutz gegen die Beeinflussung durch die Prima bietet. Ich wette darauf, dass er sich diesen Schutz aneignen will. Er wird versuchen, das Geheimnis aus Minfilia herauszubekommen. Es erklärt allerdings noch nicht, wo er die Galea überhaupt unser Versteck kannten. Vielleicht ist das aber auch unerheblich. Was zählt, ist, dass wir schnell reagieren. Wir mussten unsere Freunde retten, mit ihnen die Morgenröte Eoseas. Kann ich auf dich zählen, Ida? Was? Aber natürlich, ich tue alles, was nur irgendwie möglich ist. Mach einen Handstand. Gut, als erstes sollten wir ein wenig Kraft schöpfen, während wir auf Istola warten. Sobald sie ihre Nachforschung abgeschlossen hat, brechen wir auf. Erstmal alle am Einschlafen. Hör hin, fühl es, denk nach. Oh, nee. Mein Wochenende war ganz gut. Kinderbespaßung und so. Oje. Ja, Kinderbespaßung macht ja Spaß. Je nachdem. Mein Wochenende war soweit auch ganz gut. Mein Kind, du birgst das Licht des Kristalls. Hatten viel zu tun. Haben Hasenkäfig gebaut. In tausend Familie besucht. Ergleist es in dir. War schön. War schon schön. Dieses Gestirn. Nur das Wetter hätte besser sein können. Hat ja fast in einer Tour durchgeregnet. Doch Düsternis legt sich auf das Antlitz der Welt. Die blutrote Maske bringt Schatten, wo Licht war, wo Hoffnung war, Tod. In dir ist der Glanz des Kristalles, mein Kind. Kristall tilgt die Nacht. Okay, ich muss ich weglaufen. Bin Bunny in FF. Nee. Nimm ihn auf. Nee, keine Angst. Sei ganz Licht. Wir haben vor krank ist die Ordnung 6 Welt. Monaten krank ist uns ein Kaninchen zugelaufen. Du aber, hör meinen Ruf. Sei mein Licht.
Und also das Kaninchen wurde auf der Autobahn ausgesetzt. Mein Freund kam halt nach Hause. Kaninchen saß halt mitten auf der Straße. Und ja. Wir konnten das Kaninchen da halt nicht lassen, deswegen hat er dann halt gesagt, okay, nehmen wir mit, haben dann eine Anzeige aufgegeben. Es hat sich halt nach Wochen keiner gemeldet. Wir haben dann gesagt, gut, okay, sind mit ihm zum Tierarzt, haben geguckt, ob alles in Ordnung ist. Ja, jetzt haben wir halt spontan ein Kaninchen. Und ja, haben jetzt in den letzten 3 Wochen an einem Hasenkäfig gebaut. Also so ein größeres, damit er halt draußen sitzen kann, Gras mümmeln kann und mehr als genug Freiraum hat. Ja, da ist dann halt heute fertig geworden und dann haben wir ihn direkt reingesetzt und er fühlt sich pudelwohl, alles abgesichert, damit kein Marder reinkommt und ja. Jetzt holen wir dann in ein paar Wochen. Ich hasse das Ding. holen wir in ein paar Wochen ein, zwei Begleiter für den Kleinen. Vielleicht ein Weibchen noch oder Männchen, mal gucken. Kann man Tiere auswählen? Wie kann man zuerst das sein? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, das war kurz nach Nikolaus letztes Jahr. Das heißt, wahrscheinlich hat irgendein Kind das Tier zum Nikolaus gekriegt und dann hat das Tier wahrscheinlich nicht das gemacht, was das Kind wollte oder war dann doch zu stressig mit dem Tier. Keine Ahnung. Und dann wurde es halt ausgesetzt. Da war halt auch nicht lange draußen. Man hat halt auch gesehen, dass es ein reines Hauskaninchen ist. Und ja, dann haben wir ihn halt, oder hat mein Freund ihn halt eingesackt. Und ja. Jetzt haben wir halt ein Kaninchen seit einem halben Jahr. Und ja. Der Kleine ist aber so süß. Mein Freund mag er tatsächlich überhaupt nicht. Also, weil sobald mein Freund versucht, das Tier zu füttern, fängt er an zu knurren. Das ist unglaublich. Und ja. Mich mag er, aber mir frisst er aus der Hand. Philipp, vielen lieben Dank für 10 Bits. Herzlichen Dank. Ja, aber auch der Kleine ist süß. Der Kleine ist echt niedlich. Also, ja. Bei uns ist er gut aufgehoben. Kriegt, wie gesagt, noch ein paar Partner. So ein, zwei Kaninchen holen wir noch. Die holen wir dann aus dem Tierheim. Hier in der Nähe. Und gucken, ob wir da ein paar kleine Tierchen finden, die noch ein süßes und knuddeliges und tolles Zuhause haben wollen für die nächsten Jahre und ja, mal gucken. Daria, Alfino und Sid, bin ich froh, euch zu sehen. Tachchen. Wie sie einfach alle weiße Haare haben. Es war so, als hätte der gute Luis Lux und heute hier zusammengeführt. Oh Gott, ich kann diese Namen nie aussprechen. Ich höre gerade sein Flüstern. Gebt die Morgenröte nicht auf. Kämpft für sie. Wir aufgeben? Niemals. Luiso, oh Gott. Ja. Wir fügen es einfach ein. Wir tun einfach so, als hätte ich es gesagt, ne? mein Freund und ich wollen uns auf wie eine Katze holen. Und nur aus dem Tierheim. Wird leider nur kein Freigänger sein. Ja gut. Wir haben einen halben Zoo. Wir haben 3 Kater, einen Hund, ein Kaninchen und ein paar Fische und Krebse. Also wir können schon eine richtige Farm aufmachen. Ich habe herausgefunden, wohin Minfilia und die anderen verschleppt wurden. Wohin? Oh oh. Zu einem Stützpunkt des galaischen Kaiserreichs mitten in Mordona. Ja, okay. Wir lassen diese ganz Begriffe. Philipp, vielen lieben Dank für nochmal 20 Bits. Vielen lieben Dank, du bist doch verrückt. Du verrücktes Hühnchen, du. So. Ich muss unbedingt gleich meine ganze Ausrüstung anlegen. Mephili und die anderen wurden verschleppt. Scher nach Castrum Centri mitten in Mordona verschleppt. Wissen würde ich sofort mit wehenden Fahnen in das Castrum stürzen und unsere Freunde befreien. Aber das wäre allzu leichtsinnig. Die Galeer sind nicht zu unterschätzen. Die militärischen Stützpunkte werden streng bewacht. Außerdem haben mir meine Informanten in Ulda etwas über verstärkte
Aktivitäten im Castrum Sentry berichtet. Sie wussten nichts Genaues, rieten mir aber zur Vorsicht. Zunächst sollten wir möglichst genaue Informationen einholen. Deshalb schlage ich vor, dass wir ins zentrale Hochland von Kertas reisen. Das Observatorium für ätherische astrologische Phänomene sollte eine gute Anlaufstelle sein. Dort lebt ein Ritter namens Portlane, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Truppenbewegungen in Galea genau zu beobachten. Vielleicht kann er uns wertvolle Hinweise liefern. Menphilia konnte immer noch behalten. Ich will sie immer noch nicht wieder haben. Ich weiß nicht, was ich in Game noch machen soll. Ich wünschte, ich könnte das mal sagen. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Philipp, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Im Katzenkörbchen. Ich muss irgendwie... Ich muss doch so viel machen. Ich muss so viel und noch... Doch so unendliche Sachen machen. Das ist kaum zu glauben. Danke! So, erst mal so halb umgebracht. Hier noch mit in die Liste reinpacken. Du bist doch verrückt! Danke für nochmal 10 Bits. Eieiei. So. Ne, Ilia, vielen lieben Dank für dein Follow. Leute! Ihr seid unglaublich. Ich will das schon jemand haben. Ja, nicht cool. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nichts in diesem Spiel, was ich nicht haben möchte. Ich möchte einfach alles haben. Alles. So, warte, wo muss ich hin? Dahin. Hier hin, dann muss ich einmal nochmal was essen. Ah, komm, nehmen wir da einmal das Bärenbrot hier. Ich will das Viech haben. Das ist geil. Naja, ich habe immerhin mittlerweile meine fette Katze. Ja, meine fette Katze. Mit dem Viech bin ich schon zufrieden. Neviera. Ich glaube, ich muss mal so eine Einkaufsliste machen für 14. Ich will es haben. Gib es mir. Aber ich glaube, ich werde noch länger brauchen als Luna dafür. Mein Schwing, okay. Dieses Spiel hat eindeutig viel zu viel Suchtpotenzial für mich. Unglaublich. Ich arbeite ja immer noch darauf hin, dass ich fliegen kann. Das ist mein nächstes Hauptziel. Das Einzige, was ich eigentlich machen möchte, fliegen. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Warte, wo war das? Da war's. 44 jetzt. Leute. 44. Ich sterbe. Ich werde sterben. So, warte. Wo muss ich jetzt hin? Hab schon wieder vergessen. Da. Da. Hui.
Mit Fliegen würde mir das alles deutlich einfacher fallen. Ich frage mich nur, wo meine Maus abgeblieben ist. Mir ist nämlich gestern oder vorgestern eine Maus in den Keller reingerannt. Ich habe nämlich mein komplettes Setup hier unten im Keller. Und jetzt habe ich hier irgendwo eine Spitzmaus sitzen und ich weiß nicht wo. man könnte dich hin und her fliegen. Ja, das tun Luna und Funona schon die ganze Zeit. Das ist schon schlimm genug. Warte mal, wie ging das nochmal? So. Und. So. Und. So. Und. Einmal üben. Also ich glaube, Luna hat mich schon. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kilometer Luna mich schon hin und her geflogen hat. Das ist so. Ja. Oder auch in Innis begleitet hat. Wobei, mit Luna macht es auf jeden Fall Spaß. Das kann ich nicht abstreiten. Ja, habe ich auch mein Pet hier zu verdanken. Die Liebe meines Lebens. Nicht mein Verlobter ist die Liebe meines Lebens oder diese dicke Katze. Nein, scheiße, nein. Der hört mit. Also nein. Vergesst den Satz bitte ganz schnell wieder. Das gibt uns Ärger. Alter. Ich will auch. Es glitzert, es funkelt, es leuchtet, es ist blau. Ich will alles, was funkelt. Okay, ist schnell weg hier. Willkommen, Abenteurerin. Was führt dich in diese abgelegene Gegend? Ich war hier schon ein paar Mal, vor allem bei dir. Ah, du kommst mit Istola? Ich habe dich gar nicht gesehen. Dann seid ihr hier umso mehr willkommen. Was kann ich für euch tun? Gib mir Money und Erfahrung. Ob ich in Custom Sentry ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet habe? Das ist meine direkte Frage. Unsere Freunde werden wahrscheinlich dort gefangen gehalten. Wir brauchen jede Information, die wir kriegen können, damit wir sie befreien können. Dann haben wir uns also nicht getäuscht. Wir haben tatsächlich beobachtet, wie ein Großtransporter mit Gefangenen ankam. Das könnten wohl eure Freunde gewesen sein. Dann warte mal ab, sobald Klammer dein neues Endgame wird. Oh. Ich kann nicht warten. Ich will Glitzer, ich will Glamour, ich will alles haben. Und das Problem ist, ich bin einfach zu langsam. Eine blonde Frau war dabei, die mit schwer bewaffneten Eskorte abgeführt wurde. Ob das diejenige ist, die ihr sucht, weiß ich allerdings nicht. Gefangene machen die Galea ja öfter. Das Problem ist, ich möchte in Final Fantasy eigentlich alles haben. Ich bin so ein... Man kann tatsächlich sagen... Komplett für die komplette Reihe, außer Teil 15. Teil 15 ist einfach jetzt mal weg. Das Spiel existiert für mich nicht. Ein Fangirl. Ein komplettes Fangirl. Und das, obwohl ich so spät erst so Final Fantasy gefunden habe. Ach, das muss mit Philia gewesen sein. Wenn ihr nur nichts passiert ist. 15 ist Müll. Ja, noch jemand, der das sagt. Ja, jetzt habe ich dich lieb. Jetzt habe ich dich richtig lieb. Ich suche echt Leute, die 15 nicht leiden können. Weil ich kannte bisher tatsächlich, bevor ich angefangen habe zu streamen, alle so, 15 ist so toll. Und ich sitze da nur und denke mir so, ja, nein, bitte nicht. Geht mir weg. 10 ist und bleibt Liebe. Ja, 10 war auch mein erster Teil, den ich gespielt habe. Also 10 ist für mich auch pure Liebe. Pure. Und dann war da noch was. Was denn? Und Philipp, danke für den Sound-Alert. Für das Katzenmiauen. Vielen lieben Dank. Zur selben Zeit ist im Coyotas ein galaisches Luftschiff notgelandet. Die Gefangenen, die an Bord waren, sollen entkommen sein.
Was sagst du da? Waren Rückerdin und ein Lafell in Gewand der Gal- und Metallwerke. Müssen wohl Techniker gewesen sein. Ha, Bix und Wetsch. Da soll mich holen, wenn das nicht die beiden Halunken waren. Was für ein Glück, dass sie am Leben sind. FF14 ist mein einziges Final Fantasy-Teil. Echt? Und vielen lieben Dank nochmal für 20. Du bist doch verrückt. Du bist verrückt. Verrücktes Gätzchen, du. los, wir gehen sie retten. Das schaffen wir schon rechtzeitig. Du denkst wohl, ich stelle meine Mitarbeiter über Mynphilia. Aber du wirst schon noch sehen, wofür die beiden gut sind. Ja, Bix und Wetsch sind echt cool. Komplett in der Reihe. Ins Custom Centry wollt ihr? Das wird aber nicht einfach. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch. Wahrscheinlich auch wegen der Gefangenen. Ob ihr mit Gewalt durchbrecht oder ob ihr euch einschleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mitsamt euren Freunden unbehelligt entkommen könnt. Ich will eure Entscheidung nicht vorgreifen. Aber wieso versucht ihr nicht zuerst eure befreundeten Techniker zu finden? Dann habt ihr noch 2 Mann mehr für die Rettungsaktion. Ja, wäre ich auch dafür. Ja, solange die Galea nicht herauskommen, haben wir Mynphilias Gabe funktioniert, können wir sie hier kaum etwas antun. So schnell dürfte das nicht geschehen. Schließlich verstehen wir selbst die Kraft der Transzendierens kaum. Nach all den Jahren der Forschung. Ich merke, ich werde langsam duselig. Also müde. Aber ich will noch nicht aufhören. Ich will noch was schaffen. Ich will noch Level 47 schaffen. Vielleicht ist es gar keine schlechte Gelegenheit. Lasst uns die beiden finden. Also mein Ziel war, wie gesagt, heute 47 zu schaffen. Level 47. Jawohl, ich danke euch. Haltet durch, Bix und Wetsch. Wir kommen. Ja, Bix und Wetsch. Ihr glaube ich auch seid... Oh, lass mich nicht lügen, der Teil 6? In jedem Teil vorkommen? Bin mir aber unsicher, weil Teil 5 und 6 habe ich nicht gespielt. Also ich weiß, dass die in 6 vorkommen, weil ich den Anfang gespielt habe. Aber 5 weiß ich nicht, ob die da schon dabei waren. Ich finde die weiße Rüstung immer noch geil. Die Techniker nehmen die letzten Feinjustierungen vor. Als wir dieses Monstrum vor 5 Jahren bargen, war es ein nutzloser Haufen Schrott. Doch schon bald wird eure Vision Wirklichkeit, mein Legatus. In der Tat, mit der Waffe werden wir den Prima in Grund und Boden stampfen. Eosea will mit Härte in die Zukunft geführt werden. Diese schwächlichen Anführer haben der Welt nur einen brüchigen Frieden beschert. Ich werde sie zu wahrer Stärke führen. Sehr wohl, mein Legatus. Schon bald werdet ihr unseren Trumpf voll einsatzfähig erleben. Ich weiß, so bist du. Wie ist sie? Oh Gott. Ritatin. Zieh bei Anbruch des nächsten Tages bei deinen Männern nach Custom. Okidens. Oh Gott. Ich ernenne dich hiermit zum Kommandanten über die Truppen von Marinum und Okidens, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Du führst den Eroberungsfeldzug des westlichen Eosias. Custom Okidens wird dein Hauptstützpunkt sein. Ich versuche es jetzt einfach lateinmäßig auszusprechen. Die Stunde der Entscheidung naht. Mit der Unterwerfung Odas und Limsalomindas wirst du sie einläuten. Zu euren Diensten, mein Legatus. Ich werde sofort alle nötigen Vorbereitungen für die Truppenverlegung und die Befehlsübernahme treffen. Es ehrt mich zutiefst, dass ihr einen Soldaten einer annektierten Provinz wie mir das Kommando über fast die Hälfte der galaischen Armee beantwortet. Ich werde bis ans Äußerste geben, um euer Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Du hast deine Eignung zur Genüge bewiesen. Deine Treuschwüre kannst du dir sparen. Lass deine siegreichen Rückkehrzeichen Zeichen deiner Loyalität sein. Jawohl, mein Legatus.
Die Rüstung erinnert mich ein bisschen an die von den Richtern aus Teil 12. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gespielt hat. Den 12. Teil. Ich werde dich in meinem Quartier erwarten. Also nur die dunklen Rüstungen. Ich. Also 12 finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Also kommt an Teil 10 nicht ran. Aber ist trotzdem geil. Optimus, hi! Schön, dass du reinschaust. Ja, und da ist der Schnüffel. Ich bin den Knüffig. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und... Ja gut, mittlerweile kann ich sagen, guten Start in die Woche. So einmal annehmen. Nein, wie geil ist das? Da guckt ja sogar der Kopf raus, wenn man sich bewegt. Wie geil! Ich will das haben. Meine Aufgabe ist es, hier in Abalathias Rückgrat Informationen über die Aktivitäten der Galea und ihre Festung in Mordona zu sammeln. Deswegen bin ich so engen Kontakt mit Istola. Die Nachricht von der Notlandung des galaischen Luftschiffs erreichte mich von der Feste Seemail. Du solltest dich dort einmal mit der Wache Brickelt unterhalten. Sie hat den Vorgang beobachtet. Wenn du uneingeladen an der Feste aufkreuzt, endest du allerdings vermutlich schneller als Drachenfutter, als dir lieb ist. Ich werde dir daher ein Empfehlungsschreiben ausstellen. Vielen lieben Dank für nochmal 10 Bits. Was sagst du? Du bist doch wahnsinnig. Wie viele Bits hast du denn? Hey, du bist unglaublich. Danke. Vielen lieben Dank. Die Feste... Zemael liegt westlich des Observatoriums, doch sei auf der Hut. Wilde Bestien trauen sich hier sogar bis in die Nähe der Überlandstraße. Wenn du Gefährten hast, dann schare lieber ein paar um dich. Danke für nochmal 30 Bits. Viele. Ja, ich merke das schon. Ey, du bist unglaublich. Danke. Oh Mann, ey. Oh, meine fette Katze. So. Ey, das Ding ist cool. Das Ding ist echt richtig cool. Wo muss ich hin? Dein muss ich hin. Das Ding ist auch cool. Ich glaube, das wird das 47 wird ein bisschen knapp, oder? Ich habe schon wieder das Gefühl, ich komme nicht vor 4 Uhr ins Bett. Ich glaube, mein Freund kriegt schon langsam die Krise, weil ich nicht pünktlich im Bett bin. Ich bin froh, dass er morgen Spätschicht hat, ey. Dann kann ich ihn wenigstens nicht wecken. So, die Feste steht unter dem Befehl eines der viel größeren Häuser Ishgards, den Seemail. Unbefugte haben hier nichts zu suchen. Ja, hier, lies. Schnupper mal. Oh, verzeih mir, ich wusste nicht, dass... Portal Lane die schickt. Vermutlich geht es um das notgelandete Luftschiff. An jedem Tag war hier ganz schön was los. Das kannst du mir glauben. Den Galea sind nämlich augenscheinlich ein paar Gefangene ausgebüxt. Sogar bis ganz in der Nähe unserer Feste kamen die kaiserlichen Hunde auf ihrer Suche. Unsere entschlossenen Blicke scheinen sie abgeschreckt zu haben. Um Gottes Willen, ich kann nicht mehr lesen. Du bist auf der Suche nach den Gefangenen der Galea? Nun, dann empfehle ich dir einmal bei den Wachen der Goldklamm nachzufragen. Da dein Notlandeplatz ganz in der Nähe der Klamm lag, haben sie vermutlich einen Erkundungstrupp entsandt. Sprich am besten mit Pierremons, der diensthabenden Wache. Könnt ihr mal aufhören, mich immer von A nach B nach C nach D zu schicken? Nicht wundern, warum ich bei dem Alert öfters mal Perioda sage. Das ist mittlerweile etabliert in dem Chat.
Eigentlich war mein Verlobter dran schuld. Der hat das einfach mal so, ja, umgeformt, quasi. Der hat sich so gedacht, jo, komm, machen wir schon Baby-Yoda-Perioda draus. Das wird doch. So. Das Ding ist cool. Bei alle Gruppen Freitieren cool. Ich freue mich ja schon am Dienstag. Spiel ich ja im Stream wieder Final Fantasy 3. Ich habe ja jetzt vor, erst einmal, nur nicht auf 100%, aber erstmal so die komplette Reihe durchzuspielen. Langsam und gemütlich. Ich hoffe, dass wir Final Fantasy 3 bald durch haben. Ich will den vierten Teil endlich spielen. Endlich wieder mal. Ein notgelandetes Luftschiff? Das habe ich in der Tat gesehen. Das Schiff war zum Glück schnell wieder flugtauglich und verschwand mit einem Großteil der galeischen Pest an Bord. Allerdings hinterließ es uns einige der Kaiserlichen als Souvenir und die haben hier ordentlich Schnee aufgewühlt. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Ausrüstung wechsle, ist das Outfit weg, nicht? Egal. Ja. Muss ich erstmal so machen. Wir vermuten, dass die Galia so unruhig waren, weil ihnen bei der Notlandung Gefangene entwischt sind. Sie haben sofort einen Suchtrupp ausgeschickt, der die ganze Gegend durchkämmt. Anscheinend erfolglos, denn während ich die Notlandestelle inspiziert habe, sind die Entlaufenden zumindest bis zu dieser Klamm gekommen. Da haben uns Spuren in Schnee verraten. Die Klamm ist verriegelt. Gibt als Versteck also nicht wie her. Vermutlich sind die Flüchtlinge schnell weitergezogen. Den Fußspuren konnten wir entnehmen, dass es mindestens zwei waren. Wenn du dich in der Gegend umschaust, stößt du vielleicht auf weitere Spuren. Das, ja. Wo muss ich hin? Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss auch noch die Gildenquest weitermachen. Ich weiß, sie steht bei mir mit auf der Agenda. Aber ich wollte jetzt erstmal, wie gesagt, die Hauptquest weitermachen. Weil desto schneller ich die Hauptquest durchkriege, desto schneller kann ich endlich fliegen. Das Schwert ist geil. Und das Schild ist auch geil. Und der Nussfresser ist ebenfalls cool. Das sieht, ich will den haben. Der ist so knuffig. Boah, ich finde meine dicke Katze immer noch cool. Es gibt hier sogar einen, der die ganze Zeit meine dicke Katze sprengen will. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, ja, gut, klar. Das grenzt ja schon an Tierquälerei, dieses fette Viech. Auf der anderen Seite, ich mag dicke Katzen. Also, nicht in echt. In echt finde ich das jetzt eher weniger schön. Aber so im Spiel. Das ist doch niedlich. Ist doch nichts Besseres als dicke Katzen. Ich mag alles, was glitzert. Ich wurde vorhin, relativ am Anfang des Streams, wurde ich als Elster bezeichnet. Weil alles, was glitzert, finde ich toll. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin wirklich eine Elster. Ich könnte mir echt alles mögliche an Glitzerkram reinpacken. Mein Büro besteht quasi auch aus alles, was mit bunten LEDs zu tun hat. Alles, was bunt ist, alles, was funkelt, alles, was glitzert, das ist toll. Gut, außer auf pinkes glitzert, da stehe ich jetzt nicht ganz so drauf. Aber es glitzert. Es glitzert, das ist toll. Also, wo muss ich hin? Wo muss ich hin machen?
Wo, was, wie, was, wer, was weiß Obi? Bin ich blöd? Da! Wir haben Wedge gefunden. Wir können es nur so kalt sein. Pix, wo steckst du nur? Teilchen, wir sind da. Hilfe, bleib weg von mir. Ich schmecke auch gar nicht. Ach, du bist es. Sag's doch gleich. Du hast mich ja zu Tode erschreckt. Die Galea im Nacken, dazu eine gute Portion ausgehungerter Monster. Eisklumpen an den Füßen. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Ah, ich liebe den Alert. Irgendwie ist er cool. Ein Eisklumpen an den Füßen, ein knurrenden Magen und... Ach, habe ich die Eisklumpen an den Füßen erwähnt? Na, jedenfalls hätte ich höllische Angst. Von Bix bin ich getrennt worden. Der hat unsere Verfolger abgelenkt und ist in eine andere Richtung davon gesprescht. Um mich zu beschützen, der gute Bix. Ich muss auf jeden Fall gleich mal eine kurze Pinkelpause machen. Spinsitz, hast du schon irgendeine Spur? Wie bitte? Du hast Wedge gefunden? Na, das ist doch großartig. Ausgezeichnete Arbeit. Aber wo ist Bix? Wo kann er nur stecken? Ich habe die Umgebung der Feste zehnmal abgesucht. Zehnmal abgesucht. Bisher aber ohne Erfolg. Bin mir sicher, dass es sich in westlicher Richtung abgesetzt hat. Weg vom Castrum. Naja, Ida und Pistola sind ebenfalls auf der Suche nach ihm. Früher oder später werden wir ihn schon auffinden. Allerdings sollen wir vorsichtig sein, da vermutlich noch galeische Herrscher in der Gegend sind. Ich werde weiter nach Bix Ausschau halten, mich aber in eure Richtung bewegen. Westlich von eurer aktuellen Position steht ein Wachturm, der Ishgara, das Mal. Da sollten wir vor Galea sicher sein. Ich treffe euch dort, bis später. Ja. Was der, für den ich ihn halte? War das wirklich Sid? Oh, wie schön. Dem Chef geht's gut. Mir fehlen die... Ich kann nicht holen. Ich bin sowieso nicht gut im Stimmen machen, deswegen... Bei Final Fantasy 3 versuche ich es, aber bei FF14 ist es einfach zu viel. Und ich wurde tatsächlich ganz am Anfang gewarnt. Ich lese deswegen meistens nur noch die Hälfte von dem, was hier kommt. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Na los, worauf warten wir noch? Lass uns schnell zu diesem Wachturm laufen. Wir dürfen den Chef schließlich nicht warten lassen. So. Ich muss jetzt einmal eine ganz, ganz kurze Pinkelpause machen. Ich bin in 5 Minütchen wieder da. Beziehungsweise ich muss mir erstmal Schuhe anziehen. Und die eine Zecke von vorhin entfernen. Ich habe nämlich erstmal... Oder musste mir vorhin erstmal aus dem Arm eine Zecke rausziehen. War eher weniger schön. Ich hasse die Viecher. Ich habe keine Angst vor denen, aber ich hasse sie. Bis gleich. So. Also, in 5 Minuten bin ich wieder da. Bis gleich.